Xanten ist eine Stadt am unteren Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Während der Römerzeit befanden sich unweit des Stadtkerns ein Legionslager, Vetera, sowie die Colonia Ulpia Traiana. Xanten ist zugleich als Dom, Siegfried und Römerstadt bekannt. Im Jahr 1977 eröffnete das Archäologische Freilichtmuseum mit dem LVR, Archäologische Park und dem LVR, Römermuseum auf einem Teil der früheren Colonia. Auf dem Gelände der antiken Provinzstadt Colonia Ulpia Traiana wird römische Geschichte lebendig. Die beeindruckenden Rekonstruktionen römischer Bauwerke zeigen, wie es sich in einer römischen Provinzstadt lebte. Spektakuläre Bauten sind das Amphitheater, die Herberge mit passend eingerichteten römischen Wohnräumen und die imposante Stadtmauer mit Wehrtürmen. Im Nibelungenlied wird Xanten als angeblicher Geburtsort des Helden Siegfried erwähnt. Im Römermuseum sahen wir viele Exponate aus der römischen Geschichte Xantens, beginnend mit der Zeit Caesars bis hin zur Frankenzeit. Antike Fundstücke und moderne Medien im Römermuseum machen deutlich, wie das römische Leben vor 2000 Jahren aussah. Das 20 Meter hohe Römermuseum beeindruckt aber auch durch die Ausmaße der Eingangshalle und der freigelegten Ruinen der ehemals großen römischen Badeanlage. Das Doppeltor, Klevertor, ist ein beeindruckendes dreistöckiges Stadttor aus dem 14. Jahrhundert und ein Relikt der alten Stadtbefestigung. Zwei Rundtürme, die sogenannten Eulentürme, flankieren die erste Toröffnung von der stadtabgewandten Seite. Der mächtige gotische Dom St. Viktor beherrscht das Stadtbild Xantens. Die Westfassade mit den Türmen entstammt der Stilepoche der Romanik. Die Kriemhildmühle wurde im 14. Jahrhundert als Wehrturm auf der Stadtmauer gebaut. Die Mühle, die nach der Wormser Königstochter Kriemhild aus dem Nibelungenlied benannt ist, wurde 2017 saniert. Das Gradierwerk gehört zu den Höhepunkten des neu gestalteten Kurparks in Xanten. Maritime Seeluft mitten in Xanten. Ende des 12. Jahrhunderts schrieb ein unbekannter Dichter die Erzählungen im Nibelungenlied nieder. Als die Handschriften im späten 18. Jahrhundert wieder entdeckt wurden, begann der Gebrauch und Missbrauch dieses Mythos. Diese Wirkungsgeschichte von damals bis heute dokumentiert das Siegfried-Museum. Auf dem Weg zum ausgewählten Restaurant am Marktplatz durften wir hinter einem Schaufenster an die 1000 Quietscheenten bestaunen. Mit ein paar kühlen Kölsch und bei einem leckeren Omelett beendeten wir den interessanten Tag. Und auch dieses Video,